Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft World League Galaxy Resurrection. Ja, musste ich gerade einfach mal kurz machen. So, kleines Update von der letzten Folge bis jetzt. Ich habe hier mal versucht, das Phönixei auszubrüten. Hab Besuch bekommen. Vom Creeper. Ist genau hier oben drauf gespawnt. Hier oben. Überall anders ist ausgeleuchtet. Gespawnt, macht Boom, ich fall runter, alles weg. So, habe jetzt aber nochmal alles wieder herstellen können, weitestgehend. Ich habe jetzt direkt schon ein bisschen Iron-Werkzeug gemacht, ein Steinschwert hatte ich noch über, habe ich einfach genommen. Aber naja. So, ich habe unsere Probleme hier ein bisschen gelöst. Wer sich fragt, wo das alles hin ist. Hier sind die Blöcke. Hier sind so Items drin. Siehst du? Und hier sind die ganzen wertvollen Sachen drin. Und was? Hä? Woher hat der... Seit wann habe ich einen Nether? Kann ich euch ganz einfach erklären. Wir können uns schon Nether Stars craften. Und zwar aber auch ich habe mich mal ein bisschen mit Alchemy Crafts oder Alchemy Craft 2 auseinandergesetzt. Und ein Nether Star. Wenn wir mal so nach dem Nether Star schauen. So. Gibt halt das Peaceful Rezept. Aber dann. Man kann das mit einem Deer und ein bisschen Zeug machen? Ja, dann muss das aber auch ein bisschen wertvoll sein, ne? Wir brauchen Magicus. Okay. Brauchen wir zwei Ether. Haben wir. So, außer Magic brauchen wir Impes. Ja, ich vielleicht auch mal gerade nachschauen können, wie man das herstellt. Impes, Incendium, Aura. Aura. Incendium. Impes haben wir. Den Deer haben wir. Was brauchen wir dann noch? Lewis, das muss jetzt aber teuer sein. Incendium und Nox. Nox ist Ezer und Mundus. Okay, dann hoffen wir mal, dass das wenigstens was teuer ist. Ezer und Mundus. Incendium. Duels? Das kann doch nicht schon alles sein. Das ist nie im Leben schon alles. Das ist alles. Ja. So können wir ganz einfach einen Nether Star herstellen. So. Zwei Nether Stars. So, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir brauchen Nether Stars, um weiterzukommen. Alleine, um da hinten ein bisschen super rauszuhauen. Ganz ehrlich, das mache ich nicht. Das ist OP. Ne, dieses Spiel spiele ich nicht mit. Ich will wirklich, wenn schon eine Herausforderung haben. Ich meine, ich habe ja später eh noch eine Herausforderung genug. Und wie das jetzt heißt. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, aber das Spielchen mache ich nicht mit. So. Ich habe jetzt hier drüben die Feuerseeds auf 10-10-10 gebracht. Hier ist jetzt sind die Dia-Seeds. Oh, das wird lustig. So, was ich heute machen möchte. Ich habe mir ehrlich gesagt keine wirkliche Idee gemacht, also keine richtige Planung. Was wir aber machen könnten. Wir könnten jetzt mal... Ich wollte schon gesagt haben. Na? Ja. Auf jeden Fall. Wir könnten jetzt mal hier die ganzen Meteor-Essenz rausholen. Alter, sofort 28 drin. Und dann fangen wir mal an mit der Rüstung von... Wie heißt der nochmal? Magical Crops natürlich. Vielleicht kann man es raushören. Ich bin heute nicht so ganz topfit, also könnte sein, dass ich auch ab und zu mal kurz ein bisschen huste oder so weiter. Ich habe ein Problem mit meiner Schilddrüse. Ja, ich habe mal wieder was ganz Exotisches. Dieses Mal sind es keine Krätzemaden. Für alle, die jetzt nicht wissen, wie so Krätzemaden. Ich hatte ein Auslandspraktikum auf Teneriffa und unsere Unterkunft war ein bisschen verseucht. Das wussten wir aber nicht. Naja. Auf jeden Fall. Ich habe diesmal eine Schilddrüsenschwellung.
Aber naja. So, wir machen jetzt hier erst einmal schön alles hochknüppeln. Erstmal. Kann man das hier irgendwie beschleunigen? Wow. Wow, ich bin so beeindruckt. Zack. Oh. Zack. Zack, da haben wir jetzt das Deck. Ich will jetzt auf jeden Fall wirklich mal schauen, wie weit wir kommen mit der Rüstung. Vielleicht haben wir Glück und wir können schon komplett fertig machen. Also wirklich bis hoch aufs Divizio, aber das bezweifle ich. So, wir brauchen jetzt für die Accio-Rüstung. Na, wir brauchen Accio-Ingots. Das sind Goldnuggets und Iron. Kriegen wir 4 Stück raus. Und wie jeder weiß, wir brauchen 24 pro Rüstung. 4 durch 8 ist eine Menge. Ja, um genau zu sein, 4 durch 8, sollte man wissen, ist 6. Also machen wir doch schon mal 6 von denen. Also 6 mal das Rezept rein. 6 mal von dem. Hm? Mai Deutsche Veri Merkel. 4, 8, 12, 16, 20, 24. So. Bevor wir jetzt aber weitermachen, wir brauchen noch etwas. Wir brauchen eine komplette Diamantrüstung. Dafür gehe ich jetzt auch nochmal kurz unten das Dia-Essenzfeld abfarmen. Weil noch sind die Teile ein bisschen rar, wie man merken sollte. Aber das sollte sich auch bald erledigt haben. Ich habe auch offscreen nochmal ein bisschen was gesiebt, damit wir mal an die Emeralds on Yellowite rankommen. Okay, da ist noch was gewachsen und hier liegt noch was rum. Super, ein Stack. Top, top, top. So, hoffen wir mal, dass wir da jetzt was an Dias rausbekommen. Müsste aber. Alles klar. Diamond Essence. Nice. Okay, wir brauchen Schuhe, Hose, Brustplatz und ein Helmchen. So. Wie kommen wir jetzt an die Rüstung ran? Wir umrenden das einfach. Also wenn wir jetzt hier noch haben, die Brustplatte. Kommen hier die Schüchen hin. Oder kommen jetzt auch hier. Und zu guter Letzt das Höschen, das kommt da hin. Rüstung sieht dann ungefähr so aus. Ups, nein, ich will... So. Hallo. Oh, hallo. Ja. Und dann sollten wir eine... 3? Oh. Claim Reward. Claim Reward. Packen wir hier rein. Und die alte Rüstung kann hier mal rein. So. Das wollte ich aber nicht abschließen. Wir sollten hier Crops Made of Magic. Die Accio-Rüstung. Sehr schön. Gibt einen neuen Chance Cube. Weiter geht es. Wir brauchen einen Crucio. Einmal die Crucio-Rüstung. Kann man sich jetzt vielleicht schon denken, wie die hergestellt wird? Richtig, ähnlich. Wir brauchen erstmal Crucio-Sense. Ah, 2 wird übrig. Boah, ich muss echt... Habe ich schon bei mir schon wieder Lotto gemacht? Muss ja anscheinend. So. Mit etwas Glück haben wir immer noch genug Essenz übrig, müsste aber. 12, 16, 20, 24. So, und jetzt ziehen wir die Rüstung wieder aus. Und das Questbuch da rein, natürlich nicht. So, und so. Die Hose. Helmchen. Die Schüchen. Und die Brustpanzer. So. Crucio! Claim Reward. Der Effekt von Crucio Armor, der hat schon 88% Damage Reduction. So, hoffen wir. Komm, machen wir mal ein bisschen Platz. Cake, wie immer.
Ja, es hat Warn auf Lootbags, kann nur ein Buch daraus kommen. Ah, okay, zurück hier. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Imperio bekommen. Da kann ein leichter Knackpunkt sein. Hoffen wir mal, dass wir genug haben. Haben wir noch ein bisschen Iron raus. Vier, acht, zwölf, 16, 24. Wir können jetzt auch noch den Ofen upgraden auf den Imperio Furnace. Und nochmal rein. Ja, als nächstes kommt dann nur noch der Civizio Furnace, Tier 4. Ja, und dann kommt nur noch der Ultimate Furnace. So, jetzt nochmal die Rüstung. Fangen wir natürlich wieder mit der Rose an. Mit dem Helm, Schüchen und der Buschpanzer. Ja, und schon sind wir auf Imperio. Civizio werden wir schätze ich heute nicht schaffen. Jetzt sind wir aber schon mal ein bisschen besser gewaffnet. Ich meine so 92% Damage Reduction. Ja, so Damage Reduction. Kann man mal meckern, kann man auch mal nicht dann machen. So, jetzt kommt der nächste spaßige Teil. Nächste Folge gibt es wieder hiervon etwas. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe ein paar Loopbacks geöffnet. Hatte dann in einem, zwei von diesen Funkelnteilen, ne, da habe ich schon wieder den Namen vergessen, wird es auch irgendwie nicht kennen. Hier ist mein Versuch, die Teile auf Legendary zu kriegen. Oh naja. So, was können wir nun noch machen? Ah ja, kurz Update nochmal zu den Pink Generatoren. Ich habe das mal durchgerechnet. Ich glaube nicht, dass sich das großartig lohnen würde. Was wir machen können. Machen wir mal hier die Pets. Transportable Pets. Was heißt das zuerst? Wir müssen Ender Chest Pet machen. Schauen wir uns das mal an. Das klingt recht interessant, dieser Mod. Ender Chest Pet. Wir brauchen Ender Nugget. Okay. Ein Dia und ein Goldbahn war das, ne? Jawohl. Haben wir hier eine Ender? Ja, haben wir. Wenn ich das richtig gesehen habe, jawohl. Ender Nugget. Und dann müssten wir schon alles haben dafür. Gold und Dia. Ein Ender Pet. Cool. Ich hatte aber noch einen Golden Bag übrig. Habe ich den? Oh. Okay. Dann machen wir das hier mal so zum Werkzeuge und Pets Ordner. Ach. Komm noch raus, Kumpel. Ach, ich muss die loswerden oder wie? Ja, das ist ja kacke. Also das ist jetzt das Manual Detect, ne? Na gut. Ein Furnace Pad. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Okay. Wir brauchen eine Kohle. Und 6 Cobblestone. Ja. Claim Reward. Ein Crafting Table Pad. Könnte ich einfach so machen. Pad. Welcher Mod ist das? Pad Inventory Pad. Gut. Alter. Ist das ein Banana Pad? Bingo. Ja, was? Fills empty. Alter, hier gibt's Cloudpad, Fast. Alter, okay.
Ein Crafting Table Pad. Wo haben wir es? Hier ist ein Chest. Hier ist das Crafting Table. Okay, ein Wooden Log. Nehmen wir ein bisschen Jungle Wood. Müsste dann jetzt schon klappen. Jawohl. Na? Ja. Ja. Ich finde den Wort cool. Was? Die haben einen EMC-Wert? Okay. Claim Reward. Enchanting Table Pad. Okay, jetzt wird's interessanter. Was, wir brauchen einfach nur ein Obsidian. Ja, da fahren wir uns heute nochmal so ein paar Teile zusammen für die große Case Opening Folge. Claim Reward. Anvil Pad. Pass auf, der braucht jetzt aber, der ist teuer. Wow. Schwerst beeindruckt. Moment, das wird. Jetzt beginnen. Acquire 5 Pets. Oh. Claim Reward. Was haben wir noch heute zu tun? Ein Nether Portal Pad. Was brauchen wir jetzt? Nochmal ein Obsidian und ein Nether Quartz. Okay. So, Nether Portal Bed. Claim Reward. Okay. Wie sieht das jetzt aus? 6 Stück haben wir noch, alles klar. Ich würde sagen, ich mache dann das Schluss für heute. Gehen wir kurz aufs Klo und dann wird Zeit für großes Case Opening. Bis dahin, tschüss.